Hallo ihr Lieben, heute gibt es diese super leckeren Chicken Nuggets aus dem Backofen. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Zutaten sind sehr überschaulich. Ich habe zwei Hähnchenbrüste benutzt, das waren ca. 500 Gramm, je ein Teelöffel Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver. Ein Teelöffel Zitronensaft, ein halbes Glas Joghurt, ein Glas Milch und zwei Packungen salzige Cracker, ihr könnt zum Beispiel Tuck benutzen, und später noch ein bisschen Öl. Die Hähnchenbrüste schneide ich erstmal in Scheiben, so Nuggetform ungefähr, wie ihr es möchtet. Ihr könnt sie kleiner schneiden oder größer lassen, müsst ihr selber mal gucken. Und wenn ich die Hähnchenbrüste geschnitten habe, dann kommen sie alle in einen Tiefkühlbeutel. Und dann mache ich auch gleich die Soße. Und zwar nehme ich dafür den Joghurt, die Milch und den Zitronensaft und verrühre das erstmal. Das wird flocken, wundert euch nicht, das ist gewollt, das soll so eine Art Buttermilch werden. Dann kommen noch die Gewürze hinzu, das wird alles nochmal gut durchgemixt und dann in den Beutel getan, zu den Hähnchenteilen. Das wird dann gut zugemacht und so ein bisschen durchgeknetet und dann für 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank kaltgestellt. Dadurch werden die Nuggets richtig butterweich, richtig zart. Dann habe ich die Cracker in der Küchenmaschine zerkleinert. Ihr könnt selbstverständlich auch einen Tiefkühlbeutel nehmen und die mit Nudelholz zerkleinern, wie ihr wollt, geht auch. Und das habe ich dann erstmal beiseite gestellt. Nach ca. 2 bis 3 Stunden nehme ich dann die marinierten Hähnchenteile raus und lasse sie ein bisschen abtropfen und wende sie anschließend in der Crackerpanade. Dann lege ich sie auf ein Backblech. Das Backblech habe ich mit Backpapier belegt und ein bisschen mit Öl bepinselt. Da lege ich dann die panierten Hähnchenteile rauf und im Anschluss tupfe ich noch so ein bisschen mit einem Pinsel ein bisschen Öl über die panierten Hähnchenteile und dann kommt es auch schon in den Backofen. Der Backofen wurde vorgeheizt auf ca. 180 bis 185 Grad Umluft und in 20 bis 25 Minuten sind die Chicken Nuggets dann auch schon fertig. Durch das Marinieren werden diese Chicken Nuggets butterweich. Ihr werdet begeistert sein. Probiert es unbedingt mal aus und lasst es mich wissen, ob es euch gefallen hat. Ich freue mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.